Also wie immer mir das auch gelingt jetzt, das zum Ausdruck zu bringen, aber wieder wie jeden Tag ist alles leer genagelt. Man sieht nichts, was lebt. Und da könnte man sagen, diese Medienberichte, die das ansprechen, sollte man das Zugeständnis, die holde Gunst einem Jungen zukommen lassen, einem ausländischen Gast, ihn unterzubringen, einem schubhaft jahrelang, 6 Jahre ein Kind, dass es darf den Antrag stellen, bitte sperrt mir 6 Jahre in Schubhaft. Aber ich möchte auch verhandeln, ob ich darf im Gefängnis genießen, in Oberösterreich, oder ob ich in die große Gunst gelange als Kind, mein Leben im Gefängnis in Schubhaft zu verbringen, in der Steiermark oder in Kärnten. Also, und mit welchen Stempelmarken ich das versehen muss, diese Anträge. Da könnte ich sagen, lieber Österreicher und Justizminister, du hast noch niemals gebetet in deinem Leben. Du müsstest die Fragestellung anders stellen. Du darfst die Staatsgewalt nicht als rohe, bestialische, bluträuberische, kindertorturende Fragestellung aufwerfen. Du müsstest sagen, ja, wie dankbar, liebe Gottheit, wäre ich, dürfte ich in den Genuss geraten, ein Kind als Gast zu empfangen in meiner Wohnung. Also, wie lange, liebe Gottheit und lieber Erzengel, müsste ich dich anflehen, dass ich in den Genuss gelange, das große Privileg habe als Justizministerin, ein Kind als Gast in meiner Familie aufzunehmen. Also die rohe Staatsgewalt, die du da ansprichst, die zeugt ja, dass du irgendwie ein mörderisches Verhalten hast, ein Denken, das von Satanismus geprägt ist, verstehst du? Und diese Frauen werden von uns nicht mehr getragen. Also, die stellen die Frage schon in roher Staatsgewalt, in offenen Schlund eines mörderischen, verhohlenden Geistesströmung, verstehst? Du kannst nicht sagen, ja, wir stellen Anträge, das Kind in Schubhaft 6 Jahre verbleiben. Wir wissen aber nicht, ob wir das Zugeständnis machen in der Steiermark oder in Kärnten. Du musst ja dankbar sein, wenn du als Justizministerin die Freude genießen darfst, dass ein Kind empfangen darfst. Du hast genug Geld zum Beispiel. Und es gibt 75 Millionäre, die mehr als 100 Millionen Dollar haben in der Steiermark. Die könnten ein Kind gerne 2 Monate aufnehmen. Das ist ja nicht so teuer. Das kostet eine Schachtel Reis, du Büchse.